Across the ring, in the blue corner, in der blauen Ecke, der Champion aus Deutschland. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie den interkontinentalen Meister der WBO im Supermittelgewicht, Jürgen Bremer. Jürgen Bremer, also er hat das doch. Du kommst auf die Seife und würdest gerne aufbauen, doch ich nehm jedes Mic ab mit ner Jürgen Bremer Aura. Und es geht ratatata bis auf verdammt in der Macht. Mein Name Marvelous Murph, ich hab die Bars hier am Start, die dich so gleich hier zerfetzen. Du bist bereit für die Session, dann lass uns beide mal messen. Doch du bist klein und verletzlich und in zwei Teilen gegessen. Würd dich an Abendlicht dissen, doch hab ihn leider vergessen. Bin zu verpeilt und zahl deshalb den Fiskus zu spät. Doch dafür halte ich mich lang mit der Disco-Diät. Mein Flow sinkt auf die tiefste Stufe der Viskosität. Während du dein Fältchen wieder nach der Windrichtung hängst, check ich auf der Bühne erstmal, ob das Mikrofon geht. Und ja, es geht. Um dir mal nicht nur in den Arsch zu treten, sprechen wir paar Takte eben über deine Qualitäten. Du kannst sehr gut über dein Kontostand reden, mit Papas Porsche angeben, beim Freestyle sogar fehlerfrei vom Handy Worte ablesen. Also eine spannende, eine aufregende erste Runde. Oh, wie ist das schön! Und sie freuen sich, dass jetzt mal wieder richtig was los ist hier. Was willst du eigentlich? Du kannst mir nichts. Jetzt kommt die Halle hier. Er soll die Rechte bringen. Und möglicherweise wach geklingelt. Das war die rechte Schlaghand. Der war sich dessen gar nicht so bewusst. Jetzt kommt meine Zeit. Das hier heute ist mein Tag. Ein richtig aufregender Kampf und die Aufregung geht weiter. Komm, hol deine Fachidioten. Ich trink bis zum Flaschenboden. Beginn dann den Bar zu flowen. Und du musst deine Waffe holen. Doch ich lache schon, weil die Wirkung deiner Laschendrohung in der Luft verpufft wie ein Schuss einer Platzpatrone. Ja, was los ist? Ich nehm euch nicht her, denn ihr seid nur peinliche Bad Boys wie Flair. Kritiker zu neidischen Fanboys erklären. Ich bin aggressiv und ich ficke jeden weg, denn ich tausche meinen Herzschmerz gegen Battle Rap. Brauche für meinen Mehrwert kein Mercedes-Benz. Gib mir nur mal Blatt und Stift und seh zu, wer wieder rennt. Denn es ist pure Blasphemie, dass du so gut wie ich rappst. Ach, darum noch dieselbe Leier, du nennst mich gut im Sohn. Doch vor welchem Haus stehen nachts eine Menge Freier, ha? Also komm mir doch nicht so. Ich hab hochtoxische Flows, von denen sich Trottel nicht erholen. Mann, ich boxe mich hier hoch bis an die Spitze dieser ganzen Szene. In 5 Jahren bittest du mich, dir ein Autogramm zu geben. Es ist Jagdsaison.